Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf euch heute sehr herzlich zum Eurotier Spotlight Schwein der Firma Schauer Agrotronik mit dem Thema NatureLine emissionsarmer Tierwohlstall begrüßen. So, in den nächsten 20 Minuten möchte ich euch eine Systembeschreibung zum Schauer NatureLine Tierwohlstall geben, eine Vorstellung des Betriebs Kraus und im Anschluss daran eine Diskussion mit dem Betriebsleiter Hans-Peter Kraus. Unser Tierwohlmaßstallsystem benötigt eine Mindestfläche von 1,1 Quadratmeter. Diese ist notwendig, damit die Tiere vernünftig unterscheiden können zwischen einem Wiege-, Fress- und Mistbereich. Zurzeit haben es die Landwirte nicht wirklich einfach. Die Diskussionen um Vollspaltenstelle, die Blackbox, wo keiner hineinschauen darf, Antibiotikafütterung an die Schweine und zudem auch noch die Geruchsbelastung. Demgegenüber die Forderung nach immer mehr Tierwohl macht die Kluft zwischen Landwirt und Konsument immer größer. Diskussionen um Phosphor- und Stickstoffüberschuss, Regelungen im gesetzlichen Bereich, die nicht durchdiskutiert sind, zum anderen noch die Wolke der TH Luft und mittlerweile auch die der NEC-Richtlinie, werfen sehr viele Fragen auf. Wie kommen wir so aus diesem Schlamassel wieder vernünftig heraus? Möglichkeiten wie zum Beispiel mehr Tierwohl zu schaffen, durch zusätzlich angebaute Ausläufe, wie hier zu sehen, ist eine Möglichkeit, um bestehende Betriebe mit Vollspaltenstellen zu adaptieren. Hier kann das Fütterungssystem bestehend bleiben wie bisher. Zusätzlich kommt an eine Außenseite ein Auslauf, der in diesem Fall zum Beispiel als Tiefstroharena ausgeführt wurde. Eine andere Möglichkeit für Neubauten sind sogenannte Kistenställe, wie hier dargestellt der Pickwirt 5. Hier im Speziellen die Liegezone als Liegekiste ausgeführt, im Anschluss daran der Futterbereich und ganz am äußersten, in der äußersten Zone der Abkutebereich mit Gitterwänden und der Tränkeeinrichtung. Ich im Detail möchte euch heute den Schauer NatureLine Tierwohlmaststall vorstellen, welcher in Österreich bereits patentiert ist und in Deutschland zum Patent angemeldet. Hier die Bereiche noch einmal im Detail, die zum Thema mehr Tierwohl dargestellt sind. Wiederum die getrennten Funktionsbereiche, Wiegen, Fressen und Misten. Dann die Einstreutechnik im Innenbereich mit entstaubtem Stroh. Die Liegefläche entsprechend an die Tiergröße angepasst. Wir beginnen mit 0,2 Quadratmeter bei 30 Kilo Ferkel und haben die Möglichkeit, die Wände auf 0,6 Quadratmeter pro Tier bei 110 Kilogramm zu vergrößern. Zudem dann der Außenklimabereich, der eben die Außenklimareize darstellt. Hier die Fütterung, ganz wesentlich zu Beginn für die Ferkel ein Fressplatzverhältnis von 1 zu 1 bei 30 Kilo und ein Fressplatzverhältnis von 1 zu 2 bei 110 Kilogramm Tieren. Zudem im äußersten Bereich der Treib- und Bedienggang, welcher mit einer doppelten Umzäunung durch die zum einen auf der Innenseite angrenzende Buchtenabtrennung und an der Außenseite die Gebäudeabtrennung somit auch die doppelte Umzäunung erfüllt, was ein ganz wesentlicher Punkt ist in der aktuellen Diskussion um die afrikanische Schweinepest als Beispiel. Also sprich, die Biosecurity-Maßnahmen sind in diesem Konzept auch mit angedacht. Was können wir zum Thema Emissionsminderung bringen? Ganz wesentlich eine eiweißangepasste Fütterung, in diesem Fall zum Beispiel Spotmix, bringt ein Reduktionspotenzial von bis zu minus 40%. Dann eine aktive Kothandrennung mit einer Reduktion von bis zu 56%. Die Reduzierung der emittierenden Fläche, wir haben hier nur mehr 20% des Bodens als Spaltenboden ausgeführt, mit einer Reduktion von bis zu minus 10%. Eine aktive Zuluftführung und mit der Möglichkeit zu kühlen, auch ganz wichtig für die Funktionssicherheit im Stall mit einem Reduktionspotenzial von bis zu minus 10%. Und der vollständig überdachte und isolierte Auslauf, um entsprechend die Einflüsse der Witterung wie Regen, Wind und Sonne zu unterbinden mit einem Potenzial von bis zu minus 33%. Alle Punkte, die die Initiative Tierwohl fordert, können mit diesem System relativ einfach umgesetzt werden. Auf die einzelnen Punkte gehe ich jetzt im Detail nicht genauer ein, die sind Ihnen höchstwahrscheinlich auch bekannt.
Hier ein Blick unter den Schieberkanal, also sprich in den Kanal unter die Spalten. Diese gelben Pfeile zeigen die Linien, wo der Hahn permanent durch das schräge Gefälle in Richtung Mitte abläuft und durch diese Kanalrinne mittig angeordnet der Hahn permanent den Stall verlässt. Und zudem wird diese Fläche in regelmäßigen Abständen mit einem Kotschieber abgeschoben. Die getrennten Fraktionen werden dann entsprechend getrennt gelagert und gehen zum Beispiel in eine Biogasanlage, beziehungsweise werden die feste Phase kompostiert und die flüssige Phase wird als Stickstoffdünger auf die Felder ausgebracht. Eine TÜV-Fahnenbegehung in Österreich wurde schon vorab gemacht, um mal zu sehen, welche Reduktionspotenziale bei so einer Kot-Harntrennung praktisch möglich sind. Die durchschnittliche Fahnenlänge, die hier gemessen wurde, beträgt zwischen 77 und 83 Meter. Die maximale liegt bei 112, aber der ganz wesentliche Punkt ist, dass die Emissionen im Vergleich zu einem konventionellen Stall nur mehr 20% betragen. Welches genaues Reduktionspotenzial wir schließlich erwarten können, wird aktuell über zwei große Forschungsprojekte analysiert. Zum einen ein EIP-Projekt in Österreich mit Namen Salut und in Deutschland sind aktuell 4 Betriebe in dem Großprojekt Emimin mit Kot-Harntrennung im Versuch und wir werden hoffentlich noch in diesem Jahr Zwischenergebnisse dazu bekommen. Ein wichtiger Aspekt, wenn es um die Tiergesundheit geht, ist eine Einstreutechnik, die auch entsprechend staubfrei funktioniert. Wir haben dazu 3 Möglichkeiten. Zum einen die Spotmix Welfare, wo an das Fütterungssystem Spotmix zusätzlich die Möglichkeit angebunden ist, auch noch einzustreuen. Zum anderen die allseits bekannte Stromatik mit einem Rohrdurchmesser von 200 mm. Und zusätzlich, speziell für Schweineställe, gibt es jetzt noch die Stromatik Light mit 80 mm Rohrdurchmesser und einen speziell entwickelten Ballenauflöser, wo gehäckseltes Stroh entsprechend aufbereitet in einen Vorlagerbunker ausdosiert werden kann. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt für mich ist diese Untersuchung der HBL-FH-Raum bei Pumpenstein. Alle diese 3 Systeme, die wir haben, machen eine aktive oder können aktiv Staub absaugen. Und hier wurde gemessen über alle Staubpartikelgrößen eine Reduktion um bis zu 80%. Das ist ein sehr wesentlicher Punkt, wenn es um die Gesundheit von Tier und Mensch geht. Zu den Bauformen. Es besteht die Möglichkeit einer einreihigen Bauform und einer doppelreihigen Bauform. Insgesamt ist die doppelreihige Bauform, wenn es um größere Einheiten geht, zu bevorzugen, weil hier einfach kostengünstiger so ein Projekt umgesetzt werden kann. Diesmal ein kleiner Überblick über das Stallsystem. Ein ganz wichtiger Punkt für mich ist aber auch noch die Motivation junger Landwirte. Sie sehen hier 10 verschiedene Betriebsleiter, die durch so ein System wieder in Schweinehaltung investiert haben. Zudem gibt es bei einem großen Vermarkter hier in Österreich eine Warteliste von 130 Landwirten, die auch in so ein System investieren wollen. Mit bereits über 70 Betrieben und 40.000 Mastplätzen, denke ich, brauchen wir uns mit diesem System nicht verstecken. So, im Anschluss möchte ich jetzt das Video vom Betrieb Kraus zeigen, damit ihr ein bisschen Einblick bekommt, wie so ein System in der Praxis funktioniert. Der Nietzscherlein Tierwohlmaststall der Familie Kraus hat höchstes Tierwohl und Arbeitskomfort im Fokus. Das Konzept des Unternehmens Schauer Agrotronik hat den Landwirt überzeugt. 2018 haben wir einen Tierwohlstall gebaut für das Tierwohlprogramm Hofkultur mit der Firma Hüttaler. Da sind wichtig, dass man getrennte Bereiche hat, Koten, Fressen und Liegebereich. In dem Stallsystem wird der Liegebereich in Form von einem Warmbereich ausgeführt mit Einstreu. Im Außenbereich ist dann Trockenfütterung und eben der Kotbereich mit einem Betonspalten. Wir sind jetzt im Innenbereich, im Warmbereich vom Stall. Da wird täglich zweimal eingestreut, einmal am Vormittag
und einmal am Abend. Die Stroh ist sehr sauber, ist entstaubt und trägt so somit zur Gesundheit für die Tiere einen immensen Beitrag bei. Das Stroh hat in dem Stallsystem nicht mehr den Stellenwert wie früher mit Tiefmist, sondern es ist primär als Spülmaterial gedacht und dass das Stroh eine weiche Liegefläche für die Schweine bietet. Einmal wöchentlich wird der Ball in Auflöser mit je 2 Rundballen befüllt. Die Stromatik häckselt und entstaubt das Stroh. Die Spotmix Welfare, eine Zusatzoption der Spotmix Multiphasenfütterung, verteilt es pneumatisch 2-mal täglich zu je 50 Gramm in den Liegebuchten. Die erste tägliche Kontrolle ist die Kontrolle vom Fütterungscomputer. Da werden sämtliche Daten angezeigt, was Fütterung betrifft, sprich die Komponenten da oben, welche leer sind. Dann kann man die Tagesverbräuche anschauen, anhand von einem Diagramm, wie die letzten Tage der Verlauf von Futterverbrauch war. Wichtig auch bei der Spotmix ist die Multiphasenfütterung in Form von einer Futterkurve, wo die Überschneidung von 2 verschiedenen Futterkomponenten stattfindet, eben ans Gewicht und die Leistungsdaten der Schweine angepasst. Ein ganz wichtiger Bestandteil vom Warmbereich, vom Liegebereich, ist die Kühlung, in Form bei mir mit einer Schlauchkühlung. Dadurch, durch die Schlauchkühlung wird gekühlte Luft, welche durch ein Coolpad gekühlt wird, aktiv in die Liegeboxen reingeblasen. Durch die Kühlung im Innenbereich entsteht ein kühleres Klima als im Außenbereich und somit wird gewährleistet, dass sich die Schweine auch im Sommer bei heißen Temperaturen in den Liegebereich reinlegen und dort ihren Ruhebereich haben. Eine Sprühkühlung sorgt im Sommer für Abkühlung der Schweine und befeuchtet die Betonspalten für einen besseren Kotdurchtritt. Der Unterflurschrapper mit Kot- und Harntrennung reduziert die Ammoniakemissionen und sorgt für ein gesundes und angenehmes Stallklima. Ja, jetzt haben wir sehr eindrucksvolle Bilder von dem Betrieb der Familie Kraus gesehen. Ich darf jetzt live bei mir den Hans-Peter Kraus begrüßen. Servus, Hans-Peter. Grüß euch. Es ist ein sehr junger Betriebsleiter aus Nussbach. Das ist im oberösterreichischen Zentralraum an der Grenze zum Salzkammergut. Und die Familie Kraus hat sich entschieden, im Jahr 2018 so einen schaueremissionsarmen Tierwohlstall zu bauen. Mittlerweile liefert die Familie Kraus an das Schlachtunternehmen Hüttaler, welches unter anderem über die Supermarktkette Hofer, welche in Deutschland besser bekannt ist unter Aldi, ihre Produkte vermarktet. Ja, vielleicht nur einige Worte von Hans-Peter, vielleicht stellst du dich selber noch ganz kurz vor. Ja, ich bin der Hans-Peter, bin 27 Jahre und wir haben sie eben vor 3 Jahren, 2018 dazu entschieden, dass wir so einen Tierwohlstall bauen. Aus persönlichen Ansicht einfach, weil das die Technik der Zukunft sehr wird und die Haltung der Zukunft. Und eben Schauer war schon jahrelang vor unser Partner im Bereich Schweinehaltung und hat sich bewährt. Und aus dem Grund haben wir sich auch wieder für das System der Firma Schauer entschieden. Ja, danke Hans-Peter. Dann hätte ich einige Fragen an dich. Du bist ja jetzt schon mittlerweile 2 oder beinahe 3 Jahre im Betrieb mit unserem Natureline-Stall. Und jetzt wären natürlich die wesentlichen Punkte, wie geht es dir arbeitswirtschaftlich? Du bist ja bestens ausgestattet mit unserer Spotmix-Anlage, welche hier bei dir auch einstreut, beziehungsweise grundsätzlich mit der Spotmix-Technik, wenn es um die Fütterung geht. Wie schaut es mit der Arbeitszeit aus? Also wäre gespannt auf deine Erfahrungen der letzten 2 Jahre. Ja,
Ja, wie gesagt, wir haben die Fütterung technisch Spotmix, weil wir so einen bestehenden elterlichen Betrieb auch haben und dann sehr drin damit. Dann haben wir nachgerüstet eben die Stomatik mit der Spotmix-Welche-Anlage, sprich, dass es automatisch einstreut. Und da habe ich einen Vergleich zum Beispiel, kann sagen, wo ich mal eine Anstand Arbeit wirklich erspart, nur durch die Einstreu, dass es automatisch funktioniert. Tägliche Arbeit läuft sie auf eine Dreiviertelstunde, Stunde. Und das ist die tägliche Arbeit, es kommen dann andere Arbeiten noch dazu, die was nicht jeden Tag sind im Stall, aber mit einer Dreiviertelstunde, Stunde bin ich eigentlich sehr zufrieden, was ich brauche im Stall. Weil wie gesagt, die halt ackerbaulich und andere Arbeit als einmal erledigen. Wie ist denn mit dem Staub im Stall? Das ist ja immer mehr ein Thema. Also es ist ja sehr viel Stroh im Einsatz in den Buchten. Wie merkt man jetzt die Entstaubung, die bei euch auch mit dabei ist? Also die Entstaubungsanlage der Stromatik hat sich also sehr bemerkbar gemacht. Weil damals, wie ich mit der Hand extrahiert habe, habe ich von einem Ende ins andere nicht mehr umgesehen, wenn ich mit der Hand extrahiert habe. Und mittlerweile ist es so, dass einfach durch die Entstaubung das markant weniger geworden ist, die Staubbelastung im Stall selber holen beim Einstreuen. Okay. Aber Staub wird eben mit organischer Masse auch nicht ganz verhindern lassen, aber ich bin sehr zufrieden. Und die Spotmix-Fütterung, ich glaube, ihr seid ja ein gemischt aufgestellter Betrieb. Ihr habt ja, glaube ich, Ferkel von 30 Kilo bis Mastschweine bis 110 Kilo im gemeinsamen System laufen. Hier habt ihr ja den Vorteil mit Spotmix, dass ihr jede Tierkategorie individuell füttern könnt. Genau, das ist ein Riesenvorteil. Ich kann jede Bucht einzeln nach der Größe Tiere füttern, also Buchten individuell. Und durch die Multifaserfütterung, welche dann auch buchtenweise geschieht, habe ich eben eine perfekte Anpassung der Futterkurve an die Größe der Schweine und die Leistungen der Schweine. Sehr gut. Und wie wirkt sich das ganze System jetzt auf die Tiergesundheit bzw. auf die Leistungsdaten aus? Gibt es da schon Auswertungen von deiner Seite oder wie stark ist der Tierarzt bei euch zu Besuch? Und zwar von der Tiergesundheit bin ich eigentlich sehr zufrieden. Durch die Stromatik hat sich schon die Staubbelastung reduziert und das merken wir auch an der Erkrankungen der Tiere, vor allem bei der Lunge. Das hat sich schon markant verbessert. Einen großen Beitrag trägt auch da die Stalllüftung im Innenbereich dazu bei, dass einfach die Fuchten sauber gehalten werden und eben eine frische Luft im Liegebereich vorhanden ist, die was gekühlt ist und die somit auch schafft, dass die Tiere weder verkühlt werden noch eben erkranken. Okay, was ich auch noch mitbekommen habe, ich glaube, du trennst ja bereits Kot und Hahn bei dir im Außenbereich. Merkt man das vom Geruch her schon, dass sich das reduziert oder wie kann man das beschreiben? Ich persönlich merke klar, dass sich der Geruch verbessert hat gegenüber dem konventionellen System. Für mich war aber damals die Entscheidung zum Schrapper arbeitstechnische Geschichte. Einfach der Schrapper trennt Kot und Hahn. Und schiebt regelmäßig fünfmal am Tag den Code eben in einen Sammelkanal. Und ich habe somit einfach eine verstockungsfreie Arbeit, eben durch das, dass einfach im Tierstallsystem mehr organische Masse im Umlauf ist mit dem Strom, mit der Trockenfütterung und so weiter. Und ich einfach das Risiko ausschalten wollte, dass mir der Kanal gesteckert werden könnte. Und mein Schrapper funktioniert das einfach problemlos und eben den Sammelkanal lasse ich einmal in der Woche ab. Und wie gesagt, das funktioniert sehr gut und reibungslos. Also was man so hört aus deinen Aussagen, bist du eigentlich grundsätzlich sehr zufrieden mit dem Stahlsystem. Ich denke, den Zuschauern kann man mal noch die Möglichkeit bieten, jetzt im Anschluss im Chat noch mit uns zu diskutieren. Da gibt es die Möglichkeiten. Und ich sage von meiner Seite mal ein herzliches Dankeschön an dich, Hans-Peter, und auch Dankeschön an das Publikum. Wie gesagt, Chatmöglichkeit jetzt im Anschluss. Danke nochmal.